Okay, ich glaube, gegen die Sumpflaura kann ich jetzt nicht mehr kämpfen. So, dann gehen wir einfach mal. Schade drum, aber macht's einfacher. Und ich denke mal, wir kommen so oder so irgendwie auf Max-Level an. Wenn 20 Max-Level ist und nicht 30. Das weiß ich ja nicht so genau. Aber ja, wir haben auf jeden Fall jetzt Makotos Verdeck. Auch wenn ich hier glaube, dass das Versteck sein soll. Hinter uns gebracht. Und oh ja, Theoramunga, das hilft sehr gut. Weil sowas Ähnliches hatten wir ja hier. Genau. An solchen Schreinrasten ist immer eine gute Idee. Die Umgebung untersuchen. Dich ihm nähern und identifizieren. Am Schrein beten und ausruhen. Und wir setzen die Reise fort. So, das sollte auf jeden Fall Alofs Wunde geheilt haben. Hoffe ich mal. Und auch von Xoti die Flüche entfernt haben. Sodass wir ruhig nach Fiovanne reingehen können. Und das endlich mal aufräumen können. Vielleicht schaffen wir das ja noch vor dem Ende dieser Aufnahmesession. Dann geht es in Nekataka zum Schmied. Und vielleicht zum Schiffsbauer, dass wir das neue Schiff in Auftrag geben. Und vielleicht werde ich mir dann auch schon auch endlich mal die Ausbaute für den Hund freischalten. I'll see what I can find. I can't see you, you sneaky bastard. Also ja, hier sind waren starke Xaurips, stimmt. Sehr starke Xaurips sogar waren hier. Das finde ich schon mal nicht schön. Alof? Okay. Setzt euch ab. So, hier noch eine Heilung auf Alof. Seraphin, du nimmst den mal aus dem Spiel. Du versteinerst den. How may I help? Now you be right screwed.
How may I help? All right. Okay, der eine ist unsichtbar. All right. Okay, so auf den Nahkampf wechseln mal die Waffen, Hakim. Au, das war Seraphin. I'm no help here. So, der ist ein bisschen ausgenockt. So, jetzt ist noch der eine übrig, erstmal. So. Und ja, gib mir meine Arkebuse zurück. I'm here. Indeed. Hervorragend, außergewöhnlich und hervorragende Speere und gestandenem Fleisch mal wieder natürlich. Ja gut, die drei hätten wir geschafft, wären die anderen beiden nicht noch gekommen. Aber soll mir recht sein, dass die da auch noch gekommen sind. Hess und Trümmer sind über diesen Mechanismus zusammengebrochen und haben ihn unbrauchbar gemacht. Dieser Wagen scheint in relativ gutem Zustand zu sein, was im krassen Gegensatz zu seiner verwitterten Umgebung steht. Ja, Eotens Versteck. Und da ist eine Treppe, die weiter runter führt. Made? Kauru-Händler. Okay, der ist also kein Feind. Die Wildwache und der Madenmeister und der Peststürmer, die sind so... Okay, Xoti, Buffen. Seraphin, nimm uns mal den Eotin aus dem Spiel. Okay, Alof. So, der Peststürmer muss weg. Und zwar sehr dringend. Du holst mal zweite Luft. Du machst einen Heilkreis. Du haust den mal weg. Okay, der ist weg. Mach mal die Eoten weg. Der ist nämlich nerviger als die Made. Wobei, der geht ziemlich gut down. Löst mal die Made ein bisschen auf.
Edda, hol mal Luft. Gut. Jetzt muss doch der Madenmeister weg. Das soll wohl so eine Art Waldläufer sein, hä? Der Madenmeister. Please cut me loose. Don't leave me here. Bitte schneid mich los. Lass mich nicht hier. Ah ja, verbotene Fleischpastete. Wie lecker. Diese Fleischstücke und verkohlten Gliedmaßen zersetzen sich langsam in der tropischen Hitze. Mhm. Ja, wir schneiden dich gleich los. Erfrierung des Akolyten? Adraban. Bronzeohr. Aber das Teil sieht richtig geil aus. Xorti kriegt eine Axt. Ja, das ist ein einhändiges Kriegsbeil, 15 bis 21 Schaden. Ja. Bei ihr, das müsste ich erst gut machen. Um es dann außergewöhnlich zu machen. Gut machen wäre kein Problem. Finalität. 3 Reihen Schaden pro Sekunde bei jedem Treffer gegen Ziel mit 25% Gesundheit oder weniger. Dringende Ernte. Aktionsgefähigkeit für 10 Sekunden in der Nähe eines erschlagenen Feindes. Hm. Gewährt Einsamkeit. Erholungsgeschwindigkeit 3,6. Einsamkeit. Verschafft dir alle 6 Sekunden eine Konzentration, wenn 0. Wenn du 4 Meter weiter vom nächsten Verbündeten entfernt bist. Ah ja. Nö, Xorti, probier mal ruhig die Axt. Und ich werde trotzdem mal das da auf gut upgraden. Oh, dadurch bin ich sogar Verzauberer geworden. Durch außergewöhnlich könnte ich es noch besser machen, aber erstmal nicht. Ja, 12 bis 17. Das Ding ist halt hervorragend und das da müsste ich noch zweimal steigern, bis es hervorragend ist. Das ist teuer. Mit einem Blick meinst du zu erkennen, dass dieser Mann einer der Huada ist. Sein Gesicht nimmt einen betrübten Ausdruck an, als du dich näherst. Und er sagt in seinen Fesseln zusammen, wobei er wiederholt Dankbarkeit schwören murmelt. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie es ist, dass du zu diesem Ort gekommen bist, aber bitte, du musst uns retten. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Ort gelangt bist, aber bitte, du musst uns retten. Those animals ate him. My friend. I could only watch. Diese Tiere haben ihn gefressen, meinen Freund. Ich konnte nur zusehen. Er lässt den Kopf hängen, durch seinen Körper läuft ein Schaudern. Rikuhu takes his life and spares mine. Please, let me free. I cannot stay here any longer. Rikuhu nimmt sein Leben und erhält meins. Bitte lass mich frei. Ich kann hier nicht länger bleiben. Wo sind wir hier? What? Oh, it is an old shrine to Nagati. The priests. They went to Nekitaka, and now there are no guards on these roads. Was? Oh, es ist ein alter Schrei von den Kati. Die Priester, sie gingen nach Nekitaka, und jetzt gibt es auf diesen Straßen keine Wachen mehr. Und wie bist du hier gelandet? Merchants, traders, the lizards surrounded our wagon and dragged us here. Tamao is gone, but Madima, surely she is still here. Wir sind einfache Händler. Die Echsen hatten unseren Wagen umzingelt und uns hierher geschleppt. Tomao ist fort, aber Badima, sie ist sicherlich noch hier. Dann binden wir ihn mal los. You have my thanks once again. Ekera, ich muss dir noch einmal danken. Der Mann reibt sich seine wundgeschalten Handgelenke. They took someone else. Badima, she must still be in the cages to the southeast. These creatures must have a key somewhere. Please help her. I think I will be sick. Sie haben jemanden anderen genommen, Badema. Sie muss immer noch in den Käfigen sein im Südosten. Diese Kreaturen müssen irgendwo einen Schlüssel haben. Bitte hilf ihr. Ich glaube, ich muss mich übergeben. May Nagati guide you to calm waters.
Möge Inkadi dich in ruhigere Gewässer geleiten. Er wankt, strauchelt in Richtung Eingang. Oh, ach so, hier haben wir noch was drin. Gegengift, Obsidian, Splitter, Gold, Zürich. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier mal. Das ist jetzt dann LP039. Und dann sehen wir uns gleich wieder.